Mein Name ist Eva-Maria Deisen. Ich bin studierte Industriedesignerin und ich habe 2017 mein Unternehmen gegründet hier in Kaisersesch. Das ist ein kleines Designstudio für Industrie- und Produktdesign. Aber mittlerweile kommen auch andere Aufträge wie Grafikdesign, Autogestaltung für Rennwagen oder Comiczeichnen. Ja, also ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich eine Kuh als Logo habe. Das ist relativ einfach zu beantworten. Ich bin ja von der Stadt wieder aufs Land gezogen und wollte das ein bisschen in meinem Logo mit verarbeiten. Und es passt jetzt ganz gut, weil ich auch einen Kuhstall als Büro habe. Das heißt, der ist komplett umgebaut worden. Und von daher wollte ich es ein bisschen im Logo zeigen, dass ich Tradition und Moderne miteinander verbinde. Ich bin gebürtige Kaisersächerin und bin jede Menge umgezogen in meiner Zeit als Student und als Designerin auch. Ich habe in Ingolstadt und in München gelebt. Der klassische Weg vom Industriedesigner ist irgendwo in den Industriegebieten oder in den Großstädten sich anzusiedeln. Aber das war überhaupt nicht meine Idee, weil ich wollte wieder zurück in meine Heimat, in die Eifel. Das war immer so meine Homebase, meine Basis, zu der ich bei den ganzen Umzügen immer noch Verbindung hatte. Und deshalb gab es für mich keinen anderen Standort wie hier. Wir arbeiten in Kaisersesch eigentlich mit den Unternehmern sehr stark zusammen. Wir arbeiten auch eng mit der Wirtschaftsförderung zusammen und von daher habe ich da schnell Anschluss gefunden. Wenn man es auch als Produktdesigner sieht, man muss immer auf dem neuesten Stand bleiben, die neuesten Techniktrends beobachten. Da muss ich meistens rausgehen auf die Weltleitmessen, nach Düsseldorf, nach Köln, nach Frankfurt. Aber wenn ich dann hier zurückkomme, habe ich auch so den handwerklichen Background. Also wenn ich jetzt zum Beispiel neue Produkte entwickle für Handwerker, dann kann ich hier auch mal schon mal fragen gehen, weil ich ja auch immer neu dazulernen muss. Und so der praktische Hintergrund, der ist in der Eifel auf jeden Fall gegeben. Für mein Unternehmen muss ich relativ viel fahren, unterwegs sein. Gerade auch, weil die Kunden relativ weit weg sitzen. Aber ich habe das Glück und den Luxus, dass Kaisersesch einen Autobahnanschluss hat und bin dann doch relativ schnell da. Also wir sind hier in der Mitte von allem, von daher passt es. Ich habe viele Kunden, die auch in den Ballungszentren sind. Aber ich habe auch ein paar hier aus der Eifel und es werden immer mehr und da bin ich eigentlich so ein bisschen stolz drauf. Die Menschen, die ich in der Eifel kenne, die sind eigentlich alle ziemlich weltoffen und bodenständig. Klar, Innovation hängt auf dem Land immer ein bisschen nach. Da versuche ich aber zu helfen, wo ich kann. Also ich halte auch Vorträge, um zu zeigen, was es Neues gibt, damit sich die Leute auch ein bisschen darauf vorbereiten können, was es da in Zukunft alles gibt. Von transparentem Holz über 3D-Druck, das sind so Sachen, da müssen wir uns ein bisschen darauf vorbereiten hier in der Eifel. Und ich denke, wir sind da aber auf einem guten Weg. In Zukunft würde es mich freuen, wenn ich Leute einstellen könnte. Es ist ein bisschen schwierig, die Leute in die Eifel zu locken. Die Eifel wird von vielen Leuten unterschätzt. Von Leuten, die hier wohnen, wie auch von Leuten, die von außen hier drauf gucken. Die sehen es meistens als Urlaubs-Hotspot. Die fahren an die Mosel, an den Nürburgring, der ist weit bekannt. Aber dass es hier auch wirtschaftlich ein guter Standort ist, das haben die meisten gar nicht so auf dem Schirm. Gerade wenn man sieht, welche Unternehmen hier in der Region ansässig sind, kann man schon sehen, dass viele Hidden Champions darunter sind. Und man weiß eigentlich nie, was so in der nächsten Scheune für eine Firma auf einen lauert.